Moin Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere euch heute für unseren YouTube-Kanal Modbox den realen Mulcher vor. Dies ist ein Skript und dieses Skript wird uns zur Verfügung gestellt vom SMI Modding Team und der oder die Modder schreiben in Mod-Beschreibung, da es ein Skript ist, leider nur für PC und Mac. Leider muss ich meine Freunde der Konsole heute mal enttäuschen für diesen Mod, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr dranbleiben würdet, zumindest ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen. Ne, also gerne auch die Glocke aktivieren, um keine weiteren Mods zu verpassen, würde ich mich sehr freuen. Und es kommt definitiv wieder Mods für Konsole, das verspreche ich euch. Ja, und wenn ihr euch für die Kauf von Inhalt interessiert, schreibt unter dem Video einen Link zu McManus, dann über McManus quasi. Ihr zahlt nicht mehr, nicht weniger, aber ihr unterstützt den Entwickler und McManus. Das hilft ihm, seinen Status bei Giants natürlich zu halten und zu verbessern. Und das wiederum würde uns sehr freuen. Weil ihr wisst ja, der liebe Tino macht ja alles rund um LS, gerade um LS25, wird euch ganz, ganz viel erwarten, also könnt ihr ganz viel erwarten, da kommt ganz, ganz viel. Und dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auf jeden Fall auch vorbeischaut. Ne, gibt da alle Themen rund um Landwirtschaft, Technik, Autos und. Schaut doch mal vorbei. Ja, kommen wir zu diesem Skript. Was macht dieser Skript? Ihr kennt den Mulcher. Hier, das ist jetzt ein Mod, den haben wir euch vorgestellt schon. Den könnt ihr euch natürlich auch gerne runterladen. Mulcher, wisst ihr ja, ist halt für die Feldbearbeitung, für die Bodenbearbeitung. Ihr fahrt rüber und könnt quasi das Feld mulchen und kriegt dafür natürlich dann auch dementsprechend einen Status der 5% Ertragsbonus. So, und realer Mulcher heißt, Mulcher macht natürlich auch vor Büschen keinen Halt, in der Regel. Wenn ihr diesen Skript nicht drauf habt, fahrt ihr hier durch und nichts passiert. Wenn ich jetzt rüber durchfahre, seht ihr, er macht die ganzen Büsche weg. Weil es ist halt ein Mulcher. Ne? Ein Mulcher ist eine Messerwalze, ist also ein Messer dran, den juckt das nicht, ob da jetzt ein Busch kommt oder nicht. Ihr seht, mit diesem Skript könnt ihr quasi eure ganzen Felder komplett rundherum mulchen. Das heißt, also wenn ihr euch eine schöne Hecke gepflanzt habt, weil ihr meint, euer Feld sieht euch besser aus und euer Azubi oder euer Angestellter weiß es nicht, merkt es nicht, der fällt mit dem Mulch ums Feld und ja, das schießt euch eure schön gemachte Hecke, könnt ihr natürlich ein ernsthaftes Wörtchen überreden. Fand ich sehr cool, weil es halt noch mehr Realismus reinbringt ins Spiel, oder, ne, weil ich mal so Mulch habe, das würde nie automatisch Halt machen vor so einem Busch und dementsprechend fand ich diesen, wie soll ich sagen, dieses Skript eigentlich ganz cool und wollte euch das mal vorstellen. Ja, da ich ein Skript ist, kann ich nicht sagen, es ist halt eine Version 1.0, ist nur 20 KB groß, also recht logischerweise recht klein. Und ja, ist automatisch in allen Mulchern drin. Also ihr müsst jetzt keine Mods dafür runterladen, sondern wenn ihr auch normalen den Mulch aus dem Standardspiel nehmt, hier diese hier alle, egal welche ihr nehmt, ist alles Standardspiel, bis auf der ganz außen, da wird es alles funktionieren und ihr müsst da jetzt nichts, keine speziellen Mods runterladen. Ne? Also es ist halt in jedem Mod automatisch dann drin. Also Mod aktiviert vorm Starten und dann ist es automatisch ein Mod drin. Ja, und das ist auch nur das, was ich zu dem Skript sagen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, belohnt es gerne einen Daumen nach oben. Schreibt gerne was in die Kommentare. Aktiviert doch keinen weiteren Mods verpassen. Würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, tschüss und schau bis zum nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.